Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tryndamere Toplane. Nicht Trimax, Tryndamere. Wir spielen gegen ein Nautilus auf der Toplane. Nautilus, der hat ein CC-Paket. Crowd Control. Das bedeutet, der betäubt einen, der verlangsamt einen, der wurzelt einen. Ja, auf Deutsch gesprochen. Aber das ganze gegnerische Team, da war nur eine Leona, ein Vega. Sehr viel Angst hat man am Loading Screen. Aber ob wir dieses Match trotzdem zu unseren Gunsten zu Ende spielen können, das und vieles mehr seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, Wits End. Ich glaube, Wits End war echt schwierig. Durch den Lane-Swap. Das hat alles gefickt. Plus, man soll ja eigentlich auch sein Item-Build danach richten, wer im gegnerischen Team gefeedet ist. So, und wenn die ADCs gefeedet sind, dann baue ich Hydra, Phantom Dancer, Infinity Edge. Ne? Weil dann, ja. Und Cassiopeia hat mich mal outplayed. Also letztendlich stimmt schon, besser spielen ist auf jeden Fall ein Punkt. Also meine Ultis sind wirklich, das ärgert mich. Bei Tristana hätte ich auch mal killen können. Wenn ich 3-1, 3-0 bin. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe wirklich, dass Samira ihr Fett wegbekommt. Und, ja, also ohne Witz, das ist so schwer an Tryndamere zu ulten, wenn der Gegner so crazy Burst hat. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet. So, es kommt halt, hörst du dich ein bisschen krank an? Nö, eigentlich, also ich habe vorhin bei FIFA richtig viel rumgeschrien und ich habe ein bisschen Allergie, aber an sich. Ich weiß nicht, eine 3-0 Tristana habe ich irgendwie nicht respected. Mal gucken. Wieder ein Vega. Wieder Nautilus. Wollt ihr mich verarschen? Wie viele Champion gibt es in LoL? Die Mucke ist etwas zu laut, Bro. Meinst du? Wie viele Champion gibt es in LoL? Alle, oder? 400. Ja, seht da mal. Ich dachte sogar 600. Wieso ist hier wieder ein Vega und Nautilus? Ist das eine Verschwörung von Riot Games? Können wir kurz mal unsere Aluhüte aufsetzen? Die wissen, also das kann doch nicht sein. Wenn die jetzt noch mehr CC picken, raste ich aus. Wenn das jetzt so ein, weiß nicht, Amumu, Tahm Kench, irgendwas wird. Leona. Leona? Dann ist es Nautilus top oder was? Nautilus Top, Shyvana Jungle, so? Ist das krank. Dodge. Oh Mann, ey. Digga, und jeder spielt auf Fizz auf der Elo, ne? Also ist richtig beliebt. Jedes Game gefühlt Fizz oder ein Vega und oder. Also ich will auch bewusst in schwere Games rein mit Tryndamere. Also ich hätte zum Beispiel auch sowas wie Darius oder so picken können, ne? Ja, es ist Nautilus Top. Playboy Pelikan. Playboy Pelikan also. Jo, und wisst ihr was? Mein Explorer hat sich, also mein Windows, hier, das hat sich wieder alles aufgehangen. Stark. Kriege ich jetzt wieder eine Bestrafung von Riot Games? Oh mein Gott. Also hier muss wirklich was mit dem Rechner passieren. Das kann nicht sein.
Mein Leben besteht gerade aus Vega, Nautilus, Amumu, Leona, Malphite, Disconnect, PC hängt sich auf. 100% Vanguard kaputt. Ist immer, wenn ich raustappe. Ich glaube, es hat mit Vanguard nichts zu tun. Wann war das Derby nochmal? Nächste Woche Samstag. Nächste Woche Samstag. Hast du ein Overlap? Hast du eine Overlay-Map offen? Nee. Lumixan, hier habe ich tatsächlich. Habe ich. Jutti, also ich hoffe, dass, also der PC braucht halt auch 10 Jahre zum Hochfahren. Also wirklich. Jetzt, okay, jetzt BIOS durch. Okay. Ja. Also Windows ist nicht auf einer SSD, denke ich mal. Aha. Bibabub. So, jetzt. Mhm. Okay. Ich bin auf dem Desktop. Die Line kannte ich noch nicht. Die Line kannte ich noch nicht. Okay. Ja, du, das passiert. Despacitos. Das war jetzt random. Welcher Song ist das? Wikinger. Alles klar. Sayayona. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Wir sind drin. Das kann nur ein Win werden. Fünf Euro von Sven. Sven von der Gosse. Für Spandau. Jo, danke. Raustappen und rein. 144? Nö. Raus und rein. Folgt meiner Klinge. Dicker. Ey, das ist ein Vanguard-Problem, glaube ich, mit den FPS. Das haben auch alle. Wie heißt der? Playboy Pelikan. Level 349? Also das ist echt bodenlos mit diesen FPS. Wie ihr wünscht. So, der ist Silber 4. Und spielt alles Mögliche. Als letztes Timo hat er mit 2-11 gewonnen. Ja, 60 FPS reicht, safe. Angewurzelt. So. Digga, das geht jetzt die ganze Zeit. So. 3, 4, 5. Ich bin einfach 10 Jahre gewurzelt. Okay. Ja, krieg ich den? Wäre geil, ja. Okay, er hat 4 Farben, ich habe 9. Oh, schade.
Heilen. Boah. So. Ja, ein bisschen Respekt, der hat sehr viel Leben. Ja, dachte ich mir. Boah, ich glaube, das wird ungemütlich. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Ah, sehr große Wave. Also eigentlich... ungünstig. Muss auch ghosten. Okay. Schwierig. Okay, sie rennt wieder weg. Er hat Level Advantage. Ich muss jetzt crazy respecten. Ich kann nicht back. Ja, er hat wirklich kaum Mana. Ich glaube, ich hätte Base gehen sollen, tatsächlich. Ich glaube, jetzt bin ich wieder einigermaßen good to go. Oh, Alter. Okay. Unangenehm. Ärgerlich. Jetzt turn war das langsam. Da ist er. Ich warde nochmal. Erstes Blut, wo? War Shyvana irgendwo? Nee, ne? Schild, okay. Wenn das weg ist. Okay. Okay. Ich war gerade Level up und hab R gespammt. Holy shit. Ich hab ganz schnell Steuerung RR gedrückt. Ganz schnell. Okay. Okay. Was kaufen wir hier? Intro für YouTube. Holy shit. Was kaufen wir? Ich glaube Classic. Classic und ich würde wirklich vielleicht Mercury mal ausprobieren. Weil die Attack Speed Boots sind eigentlich so gut, aber ich glaube gegen Leona, Nautilus, Vega. Ja, ich glaube wir... Ja. Mhm. Ja, der ist relativ low. Let's go. Ist gut. Let's go. Mitte fehlt, ne? Deren Mitte. Vega 07. Geil. Ich krieg Assist. Nice. Wegen W. Ja, das kriegst du alleine hin, oder nicht? Hier kriegst du hin. So, ich muss nämlich farmen. Yeah! Er hat kein TP. Das heißt, wir pushen mal rein. No, no! Ja, nochmal Last Hitten lernen, ne? So. Lol. He rooted me. Okay, Bro. Das ist jetzt ärgerlich. Oh my goodness.
Macht der einen Schaden? Folgt meiner Klinge. Okay. I mean, ich habe Ult. Aber ich glaube, ich soll jetzt nicht drauf anlegen. Alles gut. Da kassiert er keinen. Okay, muss er wissen. Geil, perfekt. So will ich's. Okay. Geil, gut für mich. I mean, ich hab Ult. Muss dann auch nur reagieren, ne, Freundchen? Lol. Das ist bitter für ihn. Das ist bitter für ihn. Ich hab da jetzt... Na, Flash habe ich aufgehoben. Aber ich meine, bei seinem Anker hätte ich auch hinterher flashen können, right? Hm. So, nehmen wir Plating. Er sollte kein TP haben. Right? Geil. Weil... Was? 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 Was schreibt er? Well, that Grubbs fight fucked the game. Okay. Okay. Ich overstay mal ein bisschen. Weil er schreibt, dann weiß ich nicht. Okay, so. Da ist er. Er hat nicht so crazy push, oder? Oh, eigentlich kann ich nicht back. Oh Gott. Oh Gott. Wie ihr wünscht. So, er hat Steel Caps, okay? Ja, ich muss stayen. Hilft nichts. Ja, sein Schild ist ein bisschen doof, ne? Schön. Goal. Daneben. Ja, würde mich tilten. War riskantos. So. Gut, wir machen weiter. I mean, ich habe Ult. Wir können gerne. Okay. Du kriegst nix. Das darfst du nicht. Darfst du nicht. Auch wenn du Item Advantage hast. Und ich nicht. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Könnte ihn diven, right? Er hat keinen Mana. Okay, doch nicht. Well. Ein Verbündeter wurde getötet. Jungler Bot. Er hat mich halt vorm Tor geroutet, Alter. Bodenlos. Paar bisschen Rage aufbauen. Yay. Ja, jetzt hat er ein Problem. Lol. Lol, jetzt töte ich ihn einfach. Right? Ich baue Rage auf. Sollte passen. Okay. Cool. Und ich hol Tower, I guess. Fuck. Ich hab Ghost gleich. Wow.
Oh mein Gott, Alter. So, was kaufen wir denn Schönes? Ich würde sagen, Hydra. Und wir probieren, glaube ich, wirklich mal das. Ja, wobei, ich hab's jetzt gerade. Komm, let's go. Scheiß drauf. Was? CC ist doch kackegal. Das war krass. So. Jetzt kann ich den halt unnormal runterrennen, glaube ich. Also unnormal. Ich habe ja so Item Advantage. Ich push richtig crazy rein, weil ich habe den Verdacht, dass er denkt, er kann jetzt weggehen. Nö, gut. Nee, das darfst du nicht. Oh, fuck. Okay, ich muss. Hab gleich Ult. Schade. Hätte ich noch ein bisschen mehr delayen können. Egal. Siswan. Wieso ist das gut gegen Nautilus und Leona? Wegen Movement Speed oder was? Okay. Schade. Big hat gewonnen. Okay. Tull Tower, I guess. Ja, wäre Ult nur auf Stufe 2, ne? Habt ihr recht. So. Ja, Shyvana hilft da ein bisschen. Ist natürlich doof. Nautilus farmt actually ganz gut, ne? Also, dafür, dass er 4 Tote hat. Gut, er hat TP-Advantage. Boah, der hat auch schon gut. Also, Trönemeyer auch gut dabei. Nice. In die Schlacht. Boah, ich fühl's, Leute. Ich glaube, das könnte es werden hier. Okay. Oh Gott! Jetzt reicht's aber mal. I mean, solange nichts passiert, ist halt waste of time, aber er kann halt free farmen. Aber ist nicht so schlimm. Hauptsache ich sterbe nicht und kann farmen. That's it. Und alles darüber hinaus ist Zusatz. Also ich muss ihn jetzt nicht... Okay, Shyvana Mitte. Hä? Okay. Was wird das? Nimm jetzt den Tower und dann bist du tot. Okay. Wo ist Shyvana? Ist das geil. Ja, da habe ich tatsächlich... Also ich werde besser, Freunde, weil... Ich habe richtig auf den Timer geachtet. Wann Ult abgelaufen ist, dann Qun, hinter ihn ihn. Gut, das war noch perfect timing, dass er seinen Anker halt so derbe daneben geballert hat. Okay. Dann gehen wir mal back. 1500. Ist guter Back. Ja, der pinkt, ich soll bleiben, aber ich sehe das nicht. Wir haben guten Back. Ach, es gibt ja die Portale, ich Vollidiot. Geil. Wie steht's, Drachen? Wir haben 2. Sehr gut. Big. Also Nautilus hat jetzt eine echt schwere Zeit. Er starb der Zeitalter. Was macht der? Wenn du in Schaden durch Champions Live wird Mana und bla bla bla, okay. Also so ein bisschen, also Max Life und AP, right? Achso. Hä, den hab ich. Ich hab Ghost, ich hab alles ab. Den hab ich, oder?
Let's go. Ich kann richtig runterrennen jetzt. Ich verliere halt sehr viel Farm. Aber allein, dass er halt stirbt. Oh, fuck, da ist noch wer. Ah. Da ist noch Fizz, aber ich mach mal lieber den. Kannst du irgendwie noch weg? Oh, hätte der Pillar getroffen. Schade. Jutti, hier ist viel Action, Freunde. Nice. Und schön hochheilen. Oh. In die Schlacht. Oh, dass mich das trifft. Das hat so eine crazy Hitbox. Komm nochmal, komm nochmal. Haben wir, oder? Ja? Ja, geil. Geil. Mitte Miss. Okay, ich habe ein Ward. Vegas da, gut. Jutti, Jutti, Jutti. Geil, 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 geil. Bro, die ist giga low, ne? Die portet hier weg. Nee, da ist sie. War unterm Tower. Okay. Hat der Mann in Korea gelernt? Tatsächlich. Korea hat von mir gelernt, ist doch klar. Wissen viele nicht. So, back. Zweites Item. Was kaufen wir jetzt nächstes? Wer ist gefeedet von den Gegnern? Lucian. Alles gut. Standardbild, denke ich. Man könnte jetzt Lethality bauen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt straight up einfach Infinity Edge baue, ist alles gut, oder? Nee, nicht Navoris. Ist Faker dein Bruder? Nee, also wenn, dann eher Tenacity gegen den ganzen CC. Ich meine, ich laufe ja Nautilus auch so runter. Ja. Der ist ja so behind. Das wird ja jetzt nicht besser. Ich fange jetzt erst an, richtig mit Sidelane-Push. Und Gegner. Gut, to be fair, ich könnte den wirklich unnormal runterrennen, ne? Da kommt Vega. Okay. Ich glaube, ich muss turn auf Vega. Sonst wird es schwierig. Oh gut. Wie ihr wünscht. Ein Gegner wurde getötet. Oh Mann, ey. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Das ist ein Fehler. Es ist so Müll, wirklich. Dieses Item kauft man nie auf Tründer. Wirklich, nur wenn die Gegner alle Max HP kaufen. Aber ihr habt halt recht, den Nautilus, der wäre halt vogelfrei. Ich hab Red Buff, ne? Guck mal, ich mach den halt auch so. Ich brauch dieses scheiß Blade nicht. Seht ihr? Ich kaufe Infinity Edge. Ich kaufe, also das Blade ist wirklich so ein gottloser Scheißcall. Ja, in die Schlacht. Bro, alles gut, alles gut. Eure
Jutti, wir machen mal weiter. Team hat Drake bekommen. Let's go, Vega! Okay, und weg. Lucian ist gefeedet. 4-2. Ansonsten ist alles entspannt in diesem Game. Actually könnte ich back gehen. Das kaufe ich hier raus. Oh, der hat richtig Bock. Aber Lucian ist auch tot. Jutti. Kraken halt vielleicht. Vielleicht Kraken. Oder dann Blade. Später Blade. Später Blade. Als drittes, als viertes vielleicht. Ich meine, ich slow die halt übel weg. Das ist halt geil an Blade. Dieser Slow. Geil, wir gehen hinter ihn. Sieht er das auf der Map? Nee, ne? LOL. Die haben hier ein Board, oder? Haben sie nicht. Der ist in den Busch geflasht. Genius. Ich hab jetzt Ult. Zack. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Baron? Meint ihr? Okay. Ich glaube, wir haben nicht. Also. Ich versuche ihn zu tanken, Leute. Bro, hinten kommen die Stacheln raus. Nautilus Bot splittet mit Trundle. Trundle sollte ihn eigentlich übel auseinandernehmen, right? Oder? Okay. 2100. Okay, ich nehme noch 2-3 Waves. Okay, 2100. Dann haben wir Infinity Edge. Müssen jetzt ein bisschen schauen, dass wir jetzt nicht übertreiben. So, fertig. Und weg. Die kriegt einen Romp, gönne ich ihr. So, und jetzt Blade. Jetzt Blade und wir reißen jetzt top die Hütte ein. Oh, was macht, Bart da? Geht auf Leona. Das ist ein Banger-Game. Ey, Digga. Alle drei Games bis heute komplett die Lane gestompt, ne? Muss man auch mal sehen. Digga, was macht Bart da? Der hält die einfach in der Base. Ach, der Tower ist ja weg. Ja, egal. Weitermachen. Okay, wen schicken sie? Knowledge Check, Leute. Aha, Nautilus. Der hat keine guten Erfahrungen. Bin geroutet. Was ist das denn, Shyvana? Was ist das? Was ist das? So viel verlockten Shyvana, oder? Das lohnt hier nicht. Das lohnt nicht, oder? Ja, unten? Sunfire hat der.
Let's go, oder? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Zu viel CC. Den zu diven. Der ist halt auch echt tanky. Mitte annehmen. Oh. Komm, wie gelegen. Ich brauche ein bisschen Leben. Da ist Leona. Oh, Vega auch. Hm, dann zum Drachen. Das wird ein Gemetzel. Hä, sie eht nicht. Hä? Okay. Das ist unser vierter Drache. Geil. Sea Soul. Let's go. So, dann machen wir jetzt oben weiter Terror. Nautilus ist halt so witzigerweise nervig so für mich at this point. Das Ding ist, ich kann ihn halt schwer diven, weil der 4 CC-Quellen haben, Digga. Dieses AOE-Feld um ihn herum slowed. Sein Anker grabbed. Dann sein Auto-Attack. Sein Auto-Attack rooted. Und dann noch seine Ult Knock-Up. Also das ist wirklich... Ja, Wits End könnte man ja echt probieren. Aber nur für Nautilus. Er ist ja nicht... Er ist ja nicht scary. So, also er kann ja eigentlich... Er kann ja eigentlich killen, wisst ihr? Ja, das war's dann für die Gegner. Nur alle recht low. Woher kommt der Blitz, Alter? Oh, das sieht ganz schwierig aus. Fuck. Oh, ich hab Ult gespammt. Ich hab Ult gespammt. Oh! Stirb doch! Stirb doch meinetwegen dafür! Ja, ich glaube, jetzt holen wir Ende der Weisheit. Vega kommt jetzt langsam in Fahrt. 260 Farm. Digga, die farmen langsam alle ganz gut. Du benutzt Ghost so selten. Danke. Ist immer so geil. Ey, wirklich. Also, klar lädt dazu ein. Weil ich bin ja Low Elo. Und ich sterbe. Und ich verliere. Aber immer genau in den Momenten erzeugt es, glaube ich, in vielen von euch den Wunsch, etwas zu schreiben, wo ihr denkt, ihr helft mir. Aber das Letzte, was man sehen will tatsächlich, wenn man stirbt, ist im Chat irgendwie so Backseat Gaming. Das ist wirklich das Allerletzte, was man sehen will. Weil man weiß ja, man hat Scheiße gespielt, sonst wäre man ja nicht gestorben. Lasst uns das aufheben für Analysen, falls ich welche mache. Da ist es halt geil, wenn wir gemeinsam diskutieren, was man so hätte besser machen können und so. Woher kommt dieser Blitz? Ohne Witz, welches Item macht diesen Blitz? Du musst mehr tanzen, true. Vor allem bei solcher Musik, ne? So, was ist jetzt hier mit den Gegnern, okay? Macht mal Baron schön. Ich beschäftige die. Ich beschäftige die, ich töte die nicht. Boah, ist aber schon verlockend. Ja, ja, Witze, Witze, Witze. Und guck mal, was hier unten wartet. Eine schöne Super-Vasallen-Wave. Viel Spaß mit denen. Ja, ich bleib nur kurz, dass die tanky sind. Geil. Was ist der Blitz? Ist es irgendwie... Was macht es? Ah, das ist die Drachenseele. Lol. Oh. Das ist wild. Okay, starker Clear. So. Vega kann mich killen. Okay, jetzt ist noch Leona. Boah, jetzt mit Blade, ne? Gönn!
fucking Ult, wirklich. Das ist echt an Tryndamere im Late. Schwierig. Klingt beschissen, weil man muss ja eigentlich nur einen Knopf drücken und man lebt länger. Aber man will es ja wirklich nicht zu früh machen. Aber oft. Also safe. Aber das Geile ist da. Da kann ich ja nur besser werden. Also das ist ja legit einfach nur viel spielen. Ja, die haben das. Geil. Zugefeedet. Oder? Oh, nee. Nee. Der Vega ist schwierig. Hier, der Vega hat jetzt 9-4 inzwischen. Komm, wie ruhig mein Team ist. Stell dir vor, in dem Match eben, was die Samira geschrieben hätte. Guck mal, hier wird diskutiert. Oh, sharing the same... Ja, hier. Ja, geil. Das ist ja krass. Total abgebrüht. Sehr heftig. Andrache? True? Ja. Abstimmen, Leute. Stimmt ab. Red Buff wäre geil. Red Buff wäre geil. Oh, Vega trappen wäre insane. Auch nicht schlecht. Oh, Lucian. Oh, scheiße, Bro. Egal, alles gut. Alles gut. Da nutze ich nicht Ult für. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Wo ist Vega dahin? Vega wird gepingt vom ganzen Team. Hä, Fizz? Holy. Oh mein Gott, Vega Ult ist raus. Was macht der hier? Crazy. Der Blue Buff. Ich dachte gerade, das ist nah oder so. Das ist ja krasse Scheiße. Fuck. Okay. Schön. Ah, ist ein bisschen too much, oder? Auf Vega, Leute, auf Vega. Ult drücken. Ja. Und raus ihn. Geil. Okay, chillen. Vega ist weg. Hab ich. Lucian rausgenommen. Geil! Geil! Alter, das war so gut. Trundle von oben, Icke von unten, den Vega so in die Zange genommen. Das ist ein smarter Spieler. Problem erkannt. Solven. Geil. Richtig stark. Ey, der Trundle kriegt so ein fettes GG. Beric, Junge. Der wird climben. Ich schwör's euch. Das einfach zu erkennen, ruhig Team zu sagen, yo. Geil. Boah, war aber ein geiles Game. War ein geiles Game. War ein geiles Game. Wirklich. Guck mal, der Vega, der war auf einmal so scary. Der stand 5-4. Dann ist der auf einmal 9-4 gewesen. Quadra-Kill. Gesamter Schaden. Boah, der Vega. 360. Aber Trundle ist auch so geil im Late-Game. Ja. Vielen Dank, YouTube. Schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Amener.